Hallo und herzlich willkommen bei einer Neujahrsausgabe von Marbacher TV. Wir haben heute den 7. Jänner und ich habe überlegt, was ist mein Neujahrsvorsatz. Ich habe ein paar Tage gebraucht, um zu überlegen, denn die Idee kam mir kurz vor Mitternacht. Und das sind ja meistens nicht immer die besten Ideen, weil wir sind ja schon ein bisschen betrunken, die Freunde, alle sind euphorisch, das neue Jahr, wuhu. Und die Ideen, die einem da kommen, sind nicht immer die wohldurchdachtesten. Also dachte ich mir, warte ich bis nächstes Jahr, also am nächsten Morgen, überlege mir die Sache nochmal und probiere es einfach mal ein paar Tage, bevor ich der Welt sage, dass ich es mache. Und ich habe es jetzt 6 Tage probiert, 7 Tage, deswegen kommt es jetzt. 2014 ist mein gelbes Jahr. Kardinal Nagelplatz, umsteigen zu 77A. Ich bin wirklich in der U-Bahn. Die 18. Zwischen Bahnsteig und U-Bahn-Tür ist ein Streif. Ist auch wichtig. Ausstieg links. Also, ich bin hier wirklich in der U-Bahn, unter Menschen, in der Realität und mein gelbes Jahr begann am 2. Jänner. Ich bin das erste Mal aus meiner Wohnung raus mit einer gelben Mütze. 2014 wird mein gelbes Jahr. Ich werde, wenn ich in der Öffentlichkeit bin, nur eine gelbe Mütze tragen. Immer. Keine andere Farbe. Und wer mich mit einer anderen Farbe am Kopf erwischen sollte, darf sie mir vom Kopf reißen, aber nur die Mütze nicht den Kopf und sie verbrennen, draufspucken, sich kaputt machen, sie wegschmeißen, sich behalten, auf eBay verkaufen, was immer euch einfällt. Nur wenn ihr damit Sauereien macht, will ich sie nicht zurück. Am 31.12.2014 um Mitternacht werde ich alle meine bis dahin erworbenen gelben Mützen verbrennen und wieder schwarz tragen. Die einzig wahre Farbe auf diesem Planeten. Darum, ich wünsche allen ein erfolgreiches, lustiges, liebevolles, spannendes, prickelndes Jahr 2014, das gelbe Jahr. Also, passt auf, welche Mütze ich trage. Marbacher TV.